Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zu Naval Action. Wir sind hier im richtigen Seegefecht. Wir greifen jetzt hier den Zenz an. Der hat uns jetzt ein bisschen geärgert und malträtiert. Wir fahren jetzt frontal auf den zu und werden den jetzt nicht mehr von der Seite weichen. Also das ist jetzt unser Haupttarget und den versenken wir jetzt auch. Ganz klar. Wir halten jetzt voll auf den drauf. Aber die anderen kommen uns dann natürlich wieder in die Quere. Deswegen werden wir dem hier von der Seite eine geben. So, die Segel vorne runter, damit ihr eine ruhigere Sicht habt. Und dann mal Feuer. Und wie schön wir daneben geschossen haben. Herrlich. Aber der Zenz ist jetzt verloren, das weiß der nur noch nicht. Wie steht es denn überhaupt so? Also bei uns ist einer gecaptured und ja, die werden verlieren. Ganz klar. So, Toyo, das ist wieder scheiße, was du da machst. Er kreuzt jetzt wieder meine Schussbahn, ne? Das ist sehr gut. So musst du das haben, Junge. Du musst von dem jetzt richtig einen auf die Fresse kriegen. Damit du mal lernst, richtig zu fahren. Ich komme so nicht dran. Ich muss neben dem. Aber die drängen mir den immer wieder ab. Das ist doch Kacke. Was der Toyo sich davon verspricht, ich verstehe das nicht. Ja, der Zenz ist jetzt auf jeden Fall weg. So, der Toyo ist gleich versenkt, weil der einfach nur ein Opfer ist. Guck mal, vorne hat er sich jetzt die Scheiße schon kaputt gefahren. Der treibt jetzt nur noch rum und kann nichts mehr machen. Also hier vorne rechts, der Mast von ihm ist jetzt weg da, ne? Den wir hier vorne haben, wo unsere drei Segel dran sind. Ist bei ihm weg, er kann nichts mehr machen, weil es einfach Blödsinn, was der da gemacht hat. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, ne? Leute, die keine Ahnung haben von dem Spiel, die fahren dann einfach wild drauf los und das bringt es überhaupt gar nicht. So, und es geht nicht darum, immer hier Kills, sondern wir sollten schauen, dass wir hier echt die Leute, und was macht der da hinten? Der haut ab wahrscheinlich. So, der hat meine Pumpe getroffen. Das heißt, ich muss reparieren 5-3. Und meine Pumpe ist wieder repariert. So, ich drehe mich jetzt direkt auf die andere Seite. Dann habe ich nochmal eine Ladung und er hat nämlich keine Ladung mehr. So einfach geht das hier.
So, mein Freund, du kannst reindrehen, wie du willst. Bis du gedreht hast, bin ich wieder geladen. Beziehungsweise wir müssen jetzt gucken, dass wir ruhig sind. Und ruhig bleiben. Na, wir kriegen jetzt wieder Gegenwind und da sollten wir... Jetzt ist er, glaube ich, gesunken. Ist er weg, der Zeus da? Ja, Zenz ist weg. So, dann müssen wir mal schauen jetzt, wo die anderen sind. Also, die sind ganz oben. Dann werden wir ganz nach oben, werden wir fahren. Und wie gesagt, ihr seht es ja hier, ne? Wie lange so ein Battle dauert. Das dauert mal gerne 40, 50 Minuten. Aber das ist ja das, was ihr sehen wollt. Und unser Schaden hält sich doch noch in Grenzen. Wir haben also jetzt nicht so viel Schaden, dass wir sagen müssen, so, wir müssen jetzt aufpassen oder rausspringen oder was auch immer. Ja, was trinken so? Ich glaube aber, unser einer ist gesunken. Ja, der Toyo Express, da habe ich ja gesagt, ne? Es bringt nichts, da voll reinzupreschen und er ist so mit der Einzige, der bei uns gesunken ist. Aber daran erkennt man halt einfach die Anfänger, ne? So, die Navy Brick hätte ich gerne noch, den, keine Panik. Der versucht natürlich jetzt das Battle zu verlassen, kann er aber nicht. Er kann hier nicht raus und wenn er außerhalb des weißen Kreises fährt, den ihr ganz weit hinten seht, dann verliert der jede Menge Leben. Also wie so ein Dot bekommt der, der bekommt Schaden auf Zeit und das war es dann. Ja, und ihr seht hier an unserem Rang, wir sind ja jetzt nicht mehr gerade der Kleinste und Unerfahrenste, obwohl wir dafür bei Treterschiffen einen auf die Fresse kriegen, ne? Haben wir ja gesehen, aber wir nehmen jetzt einfach nur Steuerkurs auf die anderen. Das heißt, einer lebt jetzt noch, die Navy Brick wahrscheinlich, dann müssen wir da Kurs Richtung 225. Auf die Navy Brick. So. Ja, dann werden wir jetzt auf jeden Fall uns die Navy Brick noch holen. Und wo die anderen sind, keine Ahnung. Wo sind denn die hin? Da hinten ist noch einer, aber da wird gerade gekämpft. Und wo ist der andere? Da ist noch einer. Also wir nehmen Kurs auf die Navy Brick. Und er kann nicht fliehen. Er kann einfach nicht fliehen mit seiner Navy Brick. Das geht nicht. Und für meinen persönlichen Geschmack sollte GameLab das ganz schnell unterbinden, dass die Leute hier wegfahren können. Ne? Das heißt also, hier aus dem Battle so weit rausfahren können. Das ist Blödsinn. Da sollte man irgendwie einen Trigger oder Trigger einbauen. Das nächste Schiff hat einen Trigger von so und so viel Meter, fährt man da raus, dann es geht man kaputt. Also diese Battles sind hier einfach, er versucht jetzt hier irgendwie 10.000 Kilometer oder Stunden da in einer Richtung zu fahren und wahrscheinlich schafft er das jetzt auch noch zeitlich, aber das gehört meiner Meinung nach nicht in so ein PvP-Battle hier rein. Ne? Also auf in der Open World ja, aber in so einer Instanz gehört es nicht hin und entweder gehe ich in die Instanz zum Kämpfen oder ich gehe da nicht hin. So, was bist du denn da für einer? Ja, ich werde da nicht rankommen, ich glaube es nicht. Ich muss auch nach vorne gucken, weil irgendwie war hier vor mir auch einer. Ich hätte schwören können, das ist die Navy Brick, die da vorne fährt. Also haben wir zwei Schiffe nebeneinander, dann müssten das ja rein theoretisch... Das kann ja nur noch... Der hier ist das, genau. Der hier und der da ist da oben, ne? Wer das da oben ist, das ist die Navy Brick, genau. Und das hier unten ist der Dingens. So, dann gucken wir, dass wir Fahrt aufnehmen. Darum kümmern sich jetzt die anderen und ich gehe jetzt Richtung Navy Brick.
Und im Grunde genommen ist es oder wird es nicht spannend für euch sein. Wir können noch eine Folge dranhängen, das ist mir ja rein theoretisch egal. Aber ja, wir versuchen jetzt einfach nur die Navy Brick da hinten zu bekommen. Und das dauert unheimlich lange. Und Großbritannien hat sich Martina geclaimed, eine neue Hafenstadt. So, deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Und wenn, dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, tschüss, ciao und bye bye.